Ich grüße Sie. Heute würde ich gerne ein paar grundlegende Dinge besprechen bzw. ansprechen, im Wesentlichen die Verlängerungsgeschwindigkeit. Und dort auch mal mit ein paar Falschinformationen bzw. auch Mythen aufräumen, was sehr gerne gesagt bzw. besprochen wird. Es ist Folgendes: Wenn wir über die Geschwindigkeit und die maximale Möglichkeit einer Verlängerung reden, dann müssen wir gewisse Grundsätze beachten bzw. wissen. Wenn wir den Knochen durchtrennen und über eine sekundäre Knochenheilung gehen, das heißt über eine Kallusbildung, dann muss man wissen, dass initial hier zwischendrin nichts anderes ist als ein kleiner Blutpfropf, wenn man das als Knochen sieht. Und der baut sich dann um in diesen Vorläuferknochen, in diesen Kallus. Dieser Kallus hat aber eine Konsistenz von Kaugummi. Also es ist nicht so, weder beim Klicken noch bei irgendeinem anderen Mechanismus, in dem man den Kallus auseinanderzieht, dass der Knochen heilt, fest wird, man ihn dann wieder brechen muss, er wieder heilt, man ihn wieder brechen muss. Es ist bei weitem nicht so, sondern dieser Kallus, den wir hier drin haben, der hat die Konsistenz von Kaugummi. Und diese kaugummiartige Masse ziehen wir jetzt während einer Beinverlängerung langsam auseinander. Das Problem hierbei ist aber schlussendlich die Geschwindigkeit. Das heißt, wir dürfen nicht zu schnell ziehen, weil wenn wir zu schnell ziehen, läuft das ganze System Gefahr, dass diese kaugummiartige Struktur reißt und sie dann groß Gefahr laufen, dass der Knochen oder die Knochenenden sich am Ende nicht mehr finden und es sich so eine sogenannte Pseudarthrose ausbildet. Wenn sie zu langsam sind, wird dieser Kallus fest und es kann dann zu der Situation kommen, dass sie überhaupt nicht mehr weiter verlängern können. Das heißt, in der Geschwindigkeit der Verlängerung haben wir sogenannte Marken, maximale, minimale Verlängerung. Maximale Verlängerung Knöchern beziehungsweise dann auch im Bereich der muskulären Strukturen würde ich bei einem Millimeter am Tag ansetzen. Minimale Geschwindigkeit ist ein halber Millimeter am Tag. Das heißt, wenn wir über eine Verlängerung reden, über die Kallusbildung, changieren Sie in der Größenordnung zwischen einem halben Millimeter am Tag und einem Millimeter am Tag. Wohlgemerkt für den Oberschenkel. Im Unterschenkelbereich ist die Geschwindigkeit noch mal niedriger. Da ist die maximale Geschwindigkeit bei einem halben Millimeter am Tag. Der Hintergrund, weshalb viele andere Institute diese maximale Geschwindigkeit propagieren, hat einen anderen Background. Und zwar ist es folgendermaßen: Wenn Sie zum Beispiel einen externen Fixateur benutzen und ein permanentes Infektrisiko haben, dann wollen Sie durch diese Verlängerung so schnell wie möglich durch. Das heißt, Sie müssen praktisch maximal das ganze Gewebe strapazieren, um dann schlussendlich so schnell wie möglich ein stabiles und sicheres System wie einen soliden Nagel einzubringen. Und das machen Sie natürlich auf Kosten von dem Kallus, der möglicherweise reißen kann und dementsprechend eine Pseudarthrose ausbilden kann. Das machen Sie aber vor allem auf Kosten von den Weichteil- und Gewebestrukturen. Das Gleiche gilt für elektrische oder magnetische Geräte. Wenn Sie Gefahr laufen, dass das Ganze korrodieren kann und Sie ebenfalls so schnell wie möglich einen soliden Nagel einbauen müssen, dann müssen Sie die Zeit der Verlängerung so weit wie möglich minimieren und so schnell wie möglich einen sicheren Nagel einbauen. Das Gleiche gilt für die Situation, wenn Sie nicht vollbelastbare Nägel haben, sondern während der Verlängerungsphase im Bett oder im Rollstuhl liegen. Dann heißt es für diese Institute, die Zeit der Verlängerung müssen Sie maximal minimieren, um dann hinterher überhaupt stabile Strukturen schaffen zu können beziehungsweise die Patienten ordentlich trainieren zu können. Deshalb ist mein Konzept komplett anders. Wir haben einen Nagel, der ist vollgewichtstragend und den können Sie während der Verlängerung adaptieren an die entsprechende Geschwindigkeit. Tendenziell ist die Verlängerung, je langsamer Sie gehen, umso sicherer.
weil ihre Weichteilstrukturen dann überhaupt erst die Zeit bekommen, sich an die Verlängerung zu adaptieren. Das heißt, wenn Sie die Verlängerung so schonend wie möglich machen möchten, dann sind Sie in einer Range der Verlängerung, wo Sie einen halben Millimeter pro Tag im Oberschenkelbereich verlängern und dann am besten durch die gesamte Verlängerung kommen. Das heißt natürlich für Sie, der Verlängerungszeitraum wird länger, aber Sie haben einen riesen Benefit davon, weil Sie sind aufrecht, Sie laufen schon, Sie sind mobil, Sie können auch Ihre Alltagssachen machen und vor allem Sie überstrapazieren Ihren Körper nicht mit einer wahnsinnigen Spannung. Denn man muss davon ausgehen, dass der muskuläre und weichteilgewebige Apparat so oder so nicht viel schneller ist als circa einen halben Millimeter pro Tag. Die Patienten, und wir haben sehr, sehr, sehr viele Patienten hier, die Patienten, die es wirklich schaffen, einen Millimeter am Tag muskulär zu verlängern, sind extrem gering, diese Zahl. Der Durchschnitt, das Maximum der Patienten, die komfortabel durch eine Verlängerung durchkommen, aufrecht sind, muskulär in der Balance sind, die verlängern mit einer Geschwindigkeit zwischen 10 und 12 Klicks pro Tag, das heißt im Grunde genommen etwas mehr als ein halber Millimeter pro Tag und sind so in der Balance, dass man dann auch die Schmerzmittel ausschleichen kann, dass man dann hinterher in der Verknöcherungsphase kein Problem hat mit zufälligen Klicks, dass man relativ schnell wieder ins normale Gangbild reinkommt, dass man gute Nächte hat und dass man gut regenerieren kann. Aber das sind Dinge, die kann man eben nur machen, wenn man das entsprechende Material dazu hat, sprich einen gewichtstragenden Nagel, den man nicht so schnell wie möglich austauschen muss und einem, der diese Adaption und diese Geschwindigkeit auch erlaubt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch die Hintergründe zu wissen zwischen Verlängerungsgeschwindigkeit, Kallusbildung bzw. Strapazierung der Weichteilstrukturen. Je langsamer Sie verlängern, desto besser und erholsamer ist es für Ihr Gewebe, das heißt für die Muskulatur und das Binde- und Weichteilgewebe definitiv. Vielen Dank.